Doch Rasse ist das Kind des Rassismus, nicht seine Mutter. Hallo Menschen, ich möchte heute Zwischen mir und der Welt von Ta-Nehisi Coates rezensieren, was letztes Jahr ja im englischsprachigen Booktube-Bereich, aber auch auf den Bestsellerlisten ganz normal recht groß war. Das hier ist jetzt die deutsche Ausgabe, in der hinten auch das Essay, würde ich sagen, Plädoyer für Reparationen enthalten ist. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das in der englischen Ausgabe auch darin ist. Zwischen mir und der Welt ist jedenfalls ein Brief Ta-Nehisi Coates an seinen Sohn, wobei das eine Mischung ist, wirklich aus so direkter Ansprache an diesen Sohn, aber auch so ein bisschen autobiografischen Erklärungen aus seinem Leben und dann auch noch politischen und historischen Exkursen, alles eben über das Leben von Schwarzen in den USA. Wie gesagt, teilweise geht er auch auf die Vergangenheit ein, aber es ist ein aktuelles Buch, also bezieht sich viel auf die Jetztzeit. Und ausgelöst wurde das Ganze so ein bisschen durch die Ermordung schwarzer Jugendlicher in den USA durch Polizisten 2015 und dann zum Beispiel die Geschehnisse in Ferguson und dergleichen. Er konzentriert sich dabei sehr viel auf den schwarzen Körper und die Angst um diesen Körper, beziehungsweise die ständige Zerstörung auch und oder unverhältnismäßige Zerstörung von außen. Dazu ein Zitat. Es spielt keine Rolle, ob die Zerstörung die Folge einer bedauerlichen Überreaktion ist. Es spielt keine Rolle, ob sie einem Missverständnis entsprungen ist. Es spielt keine Rolle, ob die Zerstörung von einer albernen Vorschrift herrührt. Wenn du ohne Genehmigung Zigaretten verkaufst, kann dein Körper zerstört werden. Wenn du dich gegen die Menschen auflehnst, die deinen Körper einfangen wollen, kann er zerstört werden. Wenn du ein dunkles Treppenhaus betrittst, kann dein Körper zerstört werden. Die Zerstörer werden selten zur Rechenschaft gezogen. Meist erhalten sie eine Rente. Und Zerstörung ist auch nur die Steigerung einer Herrschaft, die Filzen, Festnehmen, Schlagen und Demütigen vorsieht. All das ist normal für Schwarze, ein alter Hut. Verantwortlich gemacht wird dafür niemand. Und etwas weiter unten? Davor darfst du nie die Augen verschließen. Du musst dir immer bewusst machen, dass die Soziologie, die Geschichte, die Wirtschaft, die Tabellen und Statistiken, die Regressionen allesamt mit Wucht auf deinem Körper landen. Allgemein geht er halt viel auf die Unterschiede zwischen Schwarz und Weißen, beziehungsweise auf die unterschiedliche Behandlung zwischen schwarzen und weißen Menschen und möchte letztlich, glaube ich zumindest, darauf hinaus, dass es nicht einfach nur Rassisten in den USA gibt, sondern dass es ein rassistisches System ist. Und auch dazu nochmal ein Zitat, was vielleicht etwas weiter ausholt. Nur ob man etwas böse meint oder nicht, ist weder wichtig noch von Belang. Man muss nicht zwangsläufig glauben, dass der Polizist, der Eric Garner erwürgt hat, an dem Tag auszog, um einen Körper zu zerstören. Man muss nur begreifen, dass der Polizist die Ermächtigung des amerikanischen Staates hat und das Vermächtnis Amerikas trägt. Beides zusammen führt zwangsläufig dazu, dass von den jährlich zerstörten Körpern eine wahnwitzig und unverhältnismäßig hohe Zahl schwarz ist. Ich möchte, dass du Folgendes weißt. In Amerika ist es Tradition, den schwarzen Körper zu zerstören. Es ist sein Erbe. Und auf der nächsten Seite dann. Die Gesellschaft teilt sich nicht in reich und arm, sondern in weiß und schwarz, sagte der große Senator von South Carolina, John C. Calhoun. Und alle Erstgenannten, also die Weißen, ob arm oder reich, gehören der Oberklasse an, werden als gleich angesehen und behandelt. Und da ist es, das Recht, den schwarzen Körper zu brechen, als sinnstiftende Grundlage ihrer heiligen Gleichheit. Dieses Recht war für sie schon immer sinnstiftend. Es hat immer bedeutet, dass dort unten im Tal jemand ist, denn ein Berg ist kein Berg, wenn es kein Unten gibt. Du und ich, mein Sohn, wir sind dieses Unten. Das galt 1776, das gilt auch heute. Ta-Nehisi Coates ist auf jeden Fall traurig und ängstlich, aber auch sehr wütend und kämpferisch. Dabei ist dann das ganze Buch auch so eine Mischung aus Fakten, Prozenten und dergleichen, aber auch durchaus pathetischen Momenten, was mich aber nicht gestört hat. Im Gegenteil, ich fand das irgendwie auch angebracht, nachvollziehbar auf jeden Fall. Und es hat eigentlich eine gute Mischung gegeben. Das Buch wirkt sehr, also irgendwie schnell, wuchtig, auf jeden Fall nicht trocken. Es ist kein Sachbuch, es ist ja halt, ich glaube, dass das durchaus ernst gemeint ist und nicht nur irgendwie so eine erzählerische Floskel, dass er das an seinen Sohn schreibt, sondern er möchte das loswerden. Ich glaube, eine Sache, die irgendwie alle sagen und die auch ich beim Lesen gespürt habe, irgendwie, es ist ein unglaublich wichtiges Buch. Und zwar also vor allem für die USA zur Jetztzeit. Natürlich konnte irgendwie auch ich jetzt was draus nehmen, aber er schreibt jetzt definitiv nicht irgendwie so für jegliche Form von Rassismus, zum Beispiel jetzt auf Deutschland auch anzuwenden, sondern er meint speziell den Rassismus in den USA jetzt. Und es ist nicht sowas wie, ja, alle Unterdrückten fühlen sich so und so, sondern es ist halt diese spezielle Geschichte dahinter auch gemeint. Auch dazu noch ein Zitat.
Schwarze Leben zu plündern, wurde diesem Land von Kindesbeinen an eingetrichtert und im Lauf seiner Geschichte bekräftigt, sodass die Plünderung zu einem Erbstück geworden ist, einer geistigen Begabung, einer Empfindung, einer grundlegenden Konfiguration, zu der wir wahrscheinlich bis ans Ende unserer Tage beständig zurückkehren müssen. Und obwohl das Buch definitiv nicht für mich als weise Frau in Deutschland geschrieben wurde, also er sagt es sogar recht deutlich, wenn er seinem Sohn am Ende so ein bisschen schon zum Kampf auf eine gewisse Art und Weise auffordert, dann sagt er auch so, aber richte deinen Kampf nicht auf ihre Bekehrung. Die Träumer müssen lernen, für sich selbst zu kämpfen, zu begreifen, dass das Feld ihrer Träume, die Bühne, auf der sie sich weiß angemalt haben, unser aller Sterbebett ist. Also es geht nicht darum, dass Schwarze irgendwie in der Verpflichtung sind, uns aufzuklären, uns ihre Meinung, ihre Sichtweise darzubieten. Ich bin definitiv nicht das Ziel dieses Buches und trotzdem habe ich natürlich eine Menge gelernt, aber es hat mich auch zum Nachdenken angeregt. Es ist wieder so eine Mischung aus nahegehend, erschütternd, schlimm. Ich meine, es ist nicht das erste Mal, dass ich mich mit dem Thema beschäftigt habe, vor allem nicht hier so online auf YouTube und auf Tumblr. Aber ich hatte definitiv beim Lesen oft das Gefühl, einen kommenden Klassiker zu lesen. Das hat man wirklich gemerkt. Es ist so wichtig fürs Hier und Jetzt, selbst wenn es vielleicht nicht das wissenschaftlichste Buch ist, sondern es ist schon auch emotionsgeladen. Fand ich aber ganz toll. Ich möchte jetzt ganz gerne einfach nochmal so verstreute Zitate bringen. Ich habe mir so viel angestrichen in diesem Buch. Jetzt vielleicht ein bisschen aus dem Zusammenhang gerissen, aber einfach nahegehendes quasi. Nummer 1. Ich habe dich dazu erzogen, jeden Menschen als einzigartig zu respektieren und denselben Respekt musst du der Vergangenheit zollen. Die Sklaverei ist keine undefinierbare Fleischmasse. Sie ist eine ganz bestimmte versklavte Frau, deren Verstand so wach ist wie deiner, deren Gefühlsspektrum so breit ist wie dein eigenes, der es gefällt, wie das Licht an einer bestimmten Stelle in den Wald fällt, die gern im Fluss angeln geht, dort, wo das Wasser einen Strudel bildet, die auf ihre verqueren Weise ihre Mutter liebt und findet, dass ihre Schwester zu laut redet, die eine Lieblingscousine hat und eine liebste Jahreszeit, die wunderbar Kleider nähen kann und die in sich die Gewissheit trägt, dass sie so klug und begabt ist wie andere Menschen. Sklaverei ist diese Frau, hineingeboren in eine Welt, die laut ihre Liebe zur Freiheit kundtut und diese Liebe wichtigen Texten einschreibt, eine Welt, in der die Verfasser dieser Texte die Frau als Sklavin halten. Ihre Mutter als Sklavin halten, ihren Vater und ihre Tochter als Sklavin halten. Und wenn diese Frau auf die Generationen zurückblickt, sieht sie nur Sklaven. Sie kann auf mehr hoffen, sie kann sich eine Zukunft für ihre Enkelkinder ausmalen. Doch wenn sie stirbt, endet die Welt und es ist die einzige Welt, die sie je kennenlernt. Für diese Frau ist die Sklaverei keine Parade, sie ist die Verdammnis. Sie ist nicht enden wollende Nacht und die Nacht ist so lang wie der größte Teil unserer Geschichte. Vergiss nie, dass wir in diesem Land länger versklavt gewesen sind als frei. Vergiss nie, dass Schwarze 250 Jahre lang in Ketten geboren wurden, ganze Generationen gefolgt von noch mehr Generationen, die nichts kannten als Ketten. Dann ein Beispiel, was die Chicago Times 1891 mal schrieb auf die Frage, ob man vielleicht ehemaligen Sklaven Reparationen zahlen müsste. Da schrieben sie über die Sklaven, sie wurden gelehrt zu arbeiten. Sie wurden die christliche Zivilisation gelehrt und sie wurden gelehrt, die edle englische Sprache zu sprechen, anstelle irgendeines afrikanischen Kauderwelschs. Mit den Exklaven sind wir quitt. Und das, ich meine, das ist seit schon über 100 Jahren her, aber das ist so eine krasse Aussage. Also manchmal fehlt mir da der Verstand, wie sowas jemals geschehen konnte. Also in den Ausmaßen und mit dieser Begründung, mit dieser Selbstsicherheit auch. Also ja, noch ein letztes Zitat, nein, ein vorletztes. Amerika nimmt seinen Anfang in schwarzer Plünderung und weißer Demokratie. Zwei Merkmale, die sich nicht widersprechen, sondern ergänzen. Zitat: Die Männer, die zusammenkamen, um die unabhängigen Vereinigten Staaten zu gründen, gewidmet der Freiheit und der Gleichheit, hielten entweder selbst Sklaven oder waren bereit, mit jenen zusammenzuarbeiten, die es taten. Und nun wirklich das letzte Zitat. Die Tatsache zu ignorieren, dass eine der ältesten Republiken der Welt auf einem Fundament weißer Vorherrschaft errichtet wurde, und vorzugeben, dass die Probleme einer zweigeteilten Gesellschaft die gleichen wären wie die des unregulierten Kapitalismus, bedeutet, die Sünde der nationalen Plünderung mit der Sünde einer nationalen Lüge zu überdecken. Diese Lüge verhüllt die Tatsache, dass die Reduzierung amerikanischer Armut nicht dasselbe ist wie die Beendigung weißer Vorherrschaft. Sie verschweigt, dass das Schließen der Schere zwischen den Bildungserfolgen von Weißen und denen von Schwarzen nichts daran ändert, dass schwarze College-Absolventen immer noch stärker unter Arbeitslosigkeit zu leiden haben als Weiße und dass ein unbescholtener schwarzer Bewerber in etwa die gleiche Aussicht hat, eine Stelle zu bekommen wie ein vorbestrafter weißer Bewerber. Also unglaublich viele Zitate, die nahe gehen, wo ich mir auch nochmal extra Ausrufezeichen rangedacht habe. Wie gesagt, ich glaube wirklich, dass das ein wichtiges Buch ist, auch wenn es mich gar nicht so sehr betrifft wie viele, viele andere, aber von mir auf jeden Fall eine Empfehlung. Es gab nur eine Sache, die ich etwas seltsam fand, die ich auch nicht so ganz verstanden habe, vielleicht auch eine Frage an euch, ob ihr mir das erklären könnt.
Denn er benutzt den Begriff Schwarze und schwarze Menschen so ganz normal, sagt aber eigentlich nie Weiße oder wenn dann in Anführungsstrichen, sondern schreibt eigentlich immer Menschen, die weiß sein wollen oder die glauben, weiß zu sein. Und ganz, ganz am Anfang dachte ich, vielleicht meint er, dass natürlich niemand wirklich, wirklich weiß ist und niemand schwarz. Aber wenn er den Begriff Schwarze ganz normal verwendet, kann es das ja nicht sein. Und ich fühlte mich wirklich so ein bisschen blöde, weil ich ja anscheinend etwas nicht verstehe, weil mir hier komplett etwas entgeht. Vielleicht auch durch meine Herkunft, denn er empfindet anscheinend nicht, dass das einer Erklärung bedarf, sondern das ist ganz normal, als ob es keine Weißen gäbe, was ich komisch finde. Was ich mir dann so zusammengereimt habe, was er auch meinen könnte, ist, dass es vielleicht Weiße waren, die zum ersten Mal so diese Unterschiede definiert haben. Also, dass sie, als sie auf andere trafen, sich und diese anderen eben mit Etiketten versehen mussten oder wollten und dadurch gesagt haben, jetzt sind wir weiß, also was ich die europäische Gesellschaft vorher eigentlich nicht als weiß definiert hatte, weil es so dieses andere im Bewusstsein nicht gab. Aber ich finde die Formulierung schon ein bisschen seltsam, weil ich würde jetzt auch einfach sagen, dass ich weiß bin, einfach weil, ja, also ich denke doch nicht nur, dass ich weiß bin, oder? Ist das jetzt, ist das blöd? Ist das rassistisch? Ich habe mir dann auch so gedacht, wenn er das meint, was ich gerade gesagt habe, dass es Weiße waren, die so diese Unterschiede definiert haben, also bei irgendeinem allerersten Treffen, egal wo und wann, ein Schwarz auf Weiße trafen, also da könnte es doch nicht nur die Weißen gewesen sein, die jetzt so einen äußerlichen Unterschied halt festgestellt haben. Und das ist ja auch nicht wertend gemeint, aber glaubt ihr nicht, dass dann auch die Schwarzen da sind und dachten, oh, die sehen anders aus als wir? Und vielleicht haben sie da halt kein System dran gebunden, aber also ja, das fand ich irgendwie seltsam, das habe ich nicht so ganz verstanden, leider. Ich weiß nicht, ob mir da der Hintergrund fehlt. Aber das zog sich halt durchs ganze Buch. So, aber das war nur eine kleine Formulierungssache, mit der ich nicht zurechtkam. Ansonsten, da sind so viele wichtige Dinge drin, dass ich sage, lest das bitte trotzdem. Es war gut, es war nahegehend. Das ist natürlich irgendwie immer noch ein schwieriges Thema. Und insofern bin ich offen für Diskussionen, was ihr dazu sagt, ob ihr es vielleicht schon gelesen habt, andere Bücher in die Richtung empfehlen könnt. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal.